Hier brennt es irgendwo. Und das sind einfach 10 Produkte, die ich immer wieder nachkaufe. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Was hat Maxim aufgebraucht, beziehungsweise was hat er jetzt weggemacht, weil er sich das neu geholt hat, weil es schon so alt war, dass es nicht mehr benötigt wird oder nicht mehr ganz so sicher ist, das Produkt zu benutzen. Ich hatte eben gerade für euch vielleicht schon eine Woche her, auch vielleicht schon zwei, ein Aufgebraucht gedreht. Ich habe es auch da schon gesagt, dienstags ist immer der Zeitpunkt, wo ich Aufgebraucht-Videos drehe, weil mir dann am Nachmittag einfällt, morgen wird Plastikmüll abgeholt. Also bin ich durch die Kiste gegangen, durch die Aufgebraucht-Kiste und habe euch die gezeigt, habe aber gleich ein paar Sachen rausgesucht, bei denen ich der Meinung bin, die brauchen nochmal ein extra Video. Ich kann euch natürlich aber nicht nur 4 Produkte aus dem Aufgebraucht hier nochmal mit reingeben, deswegen bin ich nochmal durch meine Sammlung gegangen und habe geschaut, okay, was gibt's eigentlich, was ich wirklich regelmäßig nachkaufe. Sind hier auch keine Produkte drin, die ich regelmäßig in PR nachbekomme oder so. Es gibt ein paar Produkte, die schicken manche Brands regelmäßig immer wieder hinterher. Das heißt, ich muss sie nicht kaufen, ich benutze sie trotzdem natürlich, wenn ich sie bekomme. Hier ist keins dabei, was ich in PR bekomme, sodass ich jetzt Produkte, die ich regelmäßig selber nachkaufe. Und ich bin der Meinung, dass ich die euch einfach nochmal zeigen sollte, weil sie wirklich so oder so ähnlich jeden Tag oder regelmäßig in meiner Routine sind. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Ich habe hier wieder so ein kleines Haar, was mich verrückt macht. Freunde, wir starten direkt. Ich zeige euch jetzt erstmal, wir gehen mal von Skincare Richtung Make-up. Übrigens, falls ihr hier neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich habe gesehen, 42% haben die Glocke nicht aktiviert. Freunde, ich lade mindestens 3-mal die Woche hoch. Bitte aktiviert die Glocke. Nummer 1, da gehe ich ein bisschen schneller durch, falls euch das Aufgebraucht-Video interessiert. Schaut euch das gerne an, ich verlinke euch das oben in der Ecke. Ansonsten, es gibt eine komplette Aufgebraucht-Playlist. Die Aufgebraucht-Videos sind immer ganz gut, um so ein bisschen nachzuvollziehen, was ich wirklich komplett aufgebraucht habe, weil ich es ganz klar, ich weiß, dass ich es sehr, sehr, oder für mich ist es sehr schwer, Produkte aufzubrauchen, weil mein Job darauf basiert, neue Produkte zu benutzen. Ich sitze auch wie so ein Schluck Wasser hier, ne? Aber ich bin einfach gemütlich gerade. Dann gibt es Produkte, die brauche ich wirklich auf. Bis zum letzten Tropfen. Und wir haben hier von Fenty das Fat Water. Habe ich auch in dem Aufgebraucht-Video schon gesagt. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen bei Fenty Beauty. Den Reiniger können wir noch mit dazu nehmen. Wie sie es schaffen, dass du diese Produkte gefühlt nie leer kriegst. Also das hält locker 3 Monate. Und das ist der einzige Toner, Schrägstrich so eine Feuchtigkeitsessenz, wo ich wirklich einen Unterschied merke und ich vor allen Dingen ihn merke, wenn ich es nicht benutze. Ne? Dann weißt du, dass ein Produkt ganz gut funktioniert. Das ist eine ganz tolle, ich habe hier noch ein bisschen was drin. Eine ganz wässrige, aber recht, ja, es ist nicht so flüssig, so ähnlich wie so ein Hyaluronsäure-Serum. Eine Essenz, die sehr schnell wegzieht, die die Haut so ein bisschen astringiert, die Poren sollen so ein bisschen reduziert werden, ohne dass es brennt und ohne dass die Haut auch ausgetrocknet ist. Lustige Geschichte, so lustig ist sie eigentlich nicht, weil es war eigentlich ziemlich dramatisch. Wir hatten letztes Jahr ein kleines Problem mit der Badewanne oben und ich habe meine Skincare-Routine angefangen. Das ist das erste Produkt, was ich benutze. Und dann musste ich aufhören, weil wir ein kleines Problem hatten. Und ich habe dann einfach vergessen, meine Hautpflegeroutine zu machen und das würde schon fast reichen. Es ist feuchtigkeitsspendend, das fühlt sich gut an, es ist ein tolles Produkt, kaufe ich immer wieder nach und habe jetzt, glaube ich, auch schon meine 6. oder 7. Flasche da aufgebraucht. Also ganz, 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 ganz toll. Recht mild zur Haut, es brennt nicht, es spannt nicht, es trocknet nicht so aus, aber trotzdem hast du das Gefühl, es ist ganz schwierig, das zu beschreiben. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre hier alles drin, so eine Kombination aus Niacinamid, aus Matrixil, aus dem nächsten Produkt, Liquid Refiner. Probiert es einfach aus, wenn ihr die Möglichkeit habt. Schwöre ich drauf. Genauso wie hier von No Cosmetics, den Liquid Hydrator ist jetzt hier nochmal in der kleinen Größe. Ich habe ihn jetzt in der großen Größe gekauft, weil es ein Produkt ist. Ich war am Anfang sehr skeptisch aus vielen verschiedenen Gründen rund um das Produkt, sagen wir so. Und es ist trotzdem ein gutes Produkt. Da kann ich nichts anderes sagen. Und da ich das regelmäßig benutze, habe ich mir jetzt das 300ml-Ding gekauft. Weil ich es gerne, muss ich dazu sagen, ist vielleicht so ein bisschen extra. Ich benutze es gerne am Körper. Manchmal habe ich keine Lust, mich einzucremen, weil ich dieses cremige Gefühl nicht so gerne mag. Dann nehme ich das, beziehungsweise das Große, brauchst ja nicht viel, und verteile es dann an den Stellen, die recht trocken sind. Funktioniert
Super gut. Es ist jetzt so schwierig, jetzt auf etwas zu reagieren, was ich gerade gedreht habe und euch etwas gefragt habe, aber ihr erst in 3 Wochen antwortet. Das ist immer so ein bisschen die Krux beim Videos drehen. L'Oreal Men Expert Barber Club. Boah, ist das ein tolles Produkt. Na, da werde ich ein bisschen... Also wenn jemand das trägt, ne? Das ist ein Deo. L'Oreal Men Expert 48 Stunden Deodorant mit ätherischem Zedernholzöl. Freunde, es gibt ja 3 Wege, wie ich riechen möchte. Eins davon ist wie ein Holzfäller. Aber ein sexy Holzfäller. Und das riecht genauso. Dieses Rauchige, so ein bisschen... Wenn man den Geruch nicht kennt und... Ihr kennt ja meine Nase nicht oder das, was ich gerne rieche, ne? Aber dieser Duft da drin. Das ist schon fast gruselig. Das ist so ein bisschen Magie. Ich rieche das und ich bin... ja. Ich mache alles, was du willst. Ganz, ganz phänomenales Produkt. Ich kaufe es nicht unbedingt als Deo. Ich bin nicht so die Schwitzemaus. Ich schwitze nicht so doll. Ich rieche nicht. Ich benötige das nicht, aber ich liebe den Duft einfach. Und manchmal... benutze ich das einfach auch als Raumspray. Ja, aber es macht mich echt glücklich, dieses Spray. Das ist ganz schwierig. Es macht mich wirklich, wirklich glücklich und kaufe ich immer wieder nach. Ganz, ganz große Empfehlung. Und wenn ihr wollt, ne, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, geht ihr für eure Männer in die Drogerie, so die Basic-Sachen kaufen, so wie Deo, nehmt das mal mit. Wir sprechen uns nochmal. Freunde, eine ganz kurze Unterbrechung, denn ich habe ein richtig, richtig tolles Angebot von der My Little Box für euch. Und da musste ich sagen, da konnte ich nicht Nein sagen, denn ihr wisst es, meine Aufgabe ist es, euch gute Produkte an die Hand zu geben. Und vor allen Dingen will ich, dass ihr so viel Geld wie möglich spart. Und My Little Box und MAC haben sich zusammengetan und die MAC Limited Edition My Little Box rausgebracht mit 3 MAC-Produkten, die ich auch schon hier im Gesicht trage. Und vielleicht könnt ihr das ein oder andere Produkt auch schon erkennen. Das Beste ist, das Ganze funktioniert ohne Abo. Das heißt, ihr könnt nur diese Box bestellen, ihr schließt kein Abo ab. Und da muss ich sagen, bin ich dabei. Die Box kostet 39,99 Euro und mit meinem Rabattcode MAXIM kostet sie nur noch 34,99 Euro. Und das Beste ist, und da muss ich sagen, ne, bei Schnäppchen bin ich dabei, alleine diese neue virale Stack-Mascara im Waterproof kostet neu 35 Euro. In der Box findet ihr neben ein paar weiteren Schätzchen, neben den MAC-Produkten, beispielsweise dieses richtig, richtig coole Bandana mit diesem Print und da sind so ein paar kleine Smileys mit drauf. Eine wunderschöne, richtig, richtig coole Sonnenbrille von Edie & Watson und richtig, richtig schöne Ohrringe. Das ist noch so ein kleines Goodie mit dabei, aber wir sind hier für die MAC-Produkte und die sind genial. Ich war richtig, richtig schockiert, als ich die gesehen habe. Ich starte mit dem ersten Schätzchen und ich glaube, das ist auch schon mein liebstes Produkt aus der Box. Das ist nämlich der Fairy Precious Extra Dimension Blush. Schaut euch bitte einmal kurz diesen Blushleiter an. Das ist eine Kombination aus Blush, super, super weich, in so einem richtig schönen Pfirsichton, extrem pigmentiert, ultra schimmernd, perfekt auch als Lidschatten zu benutzen oder einfach so auf den Wangen für diesen frische Effekt. Richtig, richtig nice. Auf den Augen trage ich den Extra Dimension Shadow in der Farbe Havana. Und wenn wir uns einmal diesen Swatch angucken, dachte ich mir, okay, krass. Ich liebe Monolidschatten, weil man damit einfach nicht das Gefühl hat, man ist überfordert mit Farben. Man hat zu viel Auswahl, sondern du nimmst einen dunklen, kühlen, matten Ton in die Lidfalte und gibst dann diesen krassen Lidschatten einfach hier mit drauf. Ihr könnt den sogar nass benutzen und dann habt ihr wie so einen Liquid Liner, super, super pigmentiert und wirklich eine schöne Farbe, gerade jetzt für den Herbst. Und wie eben schon gesagt, es gibt auch die MAC Stack Mascara in Waterproof. Das war Anfang des Jahres eine der gehyptesten Mascaren überhaupt und die ist wirklich gut. Ich habe jetzt nur eine Schicht drauf, ihr könnt die unbegrenzt, daher kommt der Name, einfach stacken. So viel ihr wollt. Je nachdem, wie viele Schichten ihr wollt, ohne dass es komisch aussieht. Und es ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Mascara, die hält. Die hält wirklich sehr, sehr gut. Und da muss ich sagen, das ist eine Auswahl. Alleine für diese 3 MAC-Produkte lohnt es sich. Ihr habt natürlich noch ein paar Goodies dabei. Aber wenn ihr sagt, ihr wolltet schon immer mal was von MAC ausprobieren. Und MAC ist seit vielen, vielen, vielen Jahren ganz vorne mit dabei.
könnte das die Gelegenheit sein, dass ihr vielleicht das ein oder andere Mac-Produkt einmal ausprobiert. Wirklich eine große Empfehlung, weil das alles drei Produkte sind, die sich wirklich lohnen. Und für 34,99 € habt ihr zwei Mac-Produkte gratis, wenn man es so sehen möchte. Ohrringe, eine Sonnenbrille, ein Bandana. Hier ist sogar noch ein kleines Täschchen mit dabei. Und das Ganze ohne Abo. Finde ich super. Ohne Abo 34,99 € bei der My Little Box. Ich verlinke euch das Ganze einmal unten. Denkt unbedingt an den Rabattcode, damit könnt ihr dann nochmal 5 € auf die Box sparen. Ihr braucht kein Abo. Das Ganze ist natürlich auch nur so lange verfügbar, wie der Vorrat reicht. Also schaut gerne im Anschluss des Videos direkt einmal bei der My Little Box vorbei und sichert euch diese richtig, richtig schönen Produkte für den Herbst. Gut, wir rutschen noch einmal kurz zur Skincare zurück. Und zwar L'Occitane. Das ist die Invigorating Face and Eye Mask. Das ist ein bisschen schwierig, weil es hat ein Pro und ein Contra. Erstmal, es riecht sehr, sehr stark nach Honigmelone. Muss man mögen. Und die Textur ist der Vorteil und das Problem. Das ist so ein bisschen wie so ein dickes Gel. So ein bisschen, als würdest du, weiß nicht, so Gelatine Gelatine benutzen. So ein bisschen mehlig, aber sehr, sehr klebrig. Und das ist eine ganz grandiose Maske. Also gerade wenn ihr super, super trockene Haut unter den Augen habt oder auch im Gesicht, ist das ein absoluter Gamechanger. Weil, also das ist halt natürlich Wasser mit drin und das Wasser zieht in eure Haut ein, spendet Feuchtigkeit. Zurück bleibt dann so ein Gel. Super. Schade, dass es mir eben nicht eingefallen ist. Wenn ihr eine Spülung benutzt auf euren Haaren, dann habt ihr ja danach dieses bestimmte Spülungsgefühl, ne? Die Haare sind super glatt, die sind super weich. Selbes Produkt, also selbes Gefühl mit diesem Produkt. Die Haut fühlt sich einfach so weich an. Du kriegst es recht schwierig weg, weil du halt das Gefühl hast, da ist noch was drauf. Ist aber egal, weil es einfach toll ist auf der Haut. Also gerade so, wenn ich weiß, okay, ich hab eine Augencreme von meinem Arzt verschrieben bekommen. Und die ist sehr, sehr, sehr aggressiv. Also das habe ich noch nicht erlebt. Im Moment benutze ich sie auch nicht, weil ich meine Augenpartie im Moment recht häufig brauche. Aber im Urlaub werde ich sie wieder benutzen, wenn ich dann eine Woche lang ohne Make-up rumrennen kann. Weil das hier wirklich alles wegzwiebelt. Und wenn die Haut so super ausgetrocknet ist, also es ist schon fast wie so ein Brand, ist sie sehr, sehr... Hier brennt es irgendwo. Oh, da ist mir aber gerade der Stift gegangen. Ne? Da bin ich aber gesprintet. Ich sitze hier unten im Souterrain und ich habe hier ein Fenster. Und gerade ist Durchzug und auf einmal, in dem Moment, wo ich über verbrannte Sachen gesprochen habe, zog hier wirklich so eine Rauchschwade rein. Und ich habe es gerochen und dachte, es brennt. Ich habe wirklich gedacht, oben in der Küche, es brennt. Oder draußen vor der Tür. Und dann habe ich hier rausgeguckt und habe nur eine Rauchschwade gesehen. Du kannst nicht so viel erkennen. Und bin natürlich sofort hochgerannt. Turns out, wir haben eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und die Nachbarin hat gerade ihren Kamin das erste Mal dieses Jahr angemacht. Und da kam gerade sehr viel raus. Und das kam direkt hier rein. Okay, es brennt nicht. Was gebrannt hat, ist meine Augenpartie gewesen. Und dafür ist sie sehr, sehr gut. Es spendet einfach unglaublich viel Feuchtigkeit, hält auch ewig. Du brauchst nicht viel. Und auch wenn du so punktuell vielleicht mal so eine trockene Stelle hast, sehr, 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 sehr gut. Du musst halt den Duft mögen, ne? Und L'Occitane, ach, ich liebe L'Occitane. Ist die zweite jetzt. Wir rutschen einmal zum Make-up. Da habe ich etwas, was ich das erste Mal in PR bekommen habe und seitdem nicht mehr. Von Charlotte Tilbury, das Magic Crystal Elixir Serum. Bin sehr, sehr sparsam damit, weil es ist einfach utopisch teuer. Es ist also so teuer, dass es keinen Spaß macht. Sieht auch ein bisschen komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Es riecht aber auch toll. Ich bin ein Duftmensch, wisst ihr. Das ist ein ganz, ganz tolles Serum. Wichtig ist mir aufgefallen, habe ich einen TikTok drüber gedreht, macht bei eurem Make-up nicht zu viel drunter. Na, also ich sehe manchmal, wenn dann so Skincare-Routinen gemacht werden und dann auch noch Make-up, ich denke mir so, ey, das ist, da hast du echt Spiel Lotto, die Chance, dass dein Make-up mit all deinen anderen Produkten funktioniert hat, ist wie ein Sechser im Lotto. Sobald ich nur ein falsches Produkt in meiner Skincare-Routine drin habe, pilzt sich das Make-up, du hast komische Flecken in deiner Foundation, sieht nicht schön aus, passiert hiermit auch, aber du brauchst halt nur das, ne?
Tolles, tolles Serum, gerade auch unter den Augen, benutze ich auch sehr, sehr gerne als Skincare. Ich würde es eher für Make-up benutzen, weil es doch schon sehr parfümiert ist und sehr auf Make-up ausgelegt ist und ich das dann halt nicht unbedingt zum Schlafen brauche. Dafür ist es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu teuer. Ich möchte nicht, dass mein Kopfkissen weiß, wie toll ich aussehe, sondern es sollen alle anderen sehen. Dafür ist das gut. Es hält aber auch, weil du darfst halt nicht zu viel benutzen. Ne? Ich sehe das manchmal bei einigen Creatorinnen, die nehmen dann so eine Ampulle und dann schmieren die das ihr Gesicht, das Gesicht der Nachbarin, das Fell vom Hund noch mit ein und das ist einfach viel zu viel. Weniger ist oft mehr. Aber es ist ein tolles Produkt. Kaufe ich wieder nach. Habe ich auch schon mehrfach wieder nachgekauft, weil es einfach so ein gutes Produkt ist. Es ist aber nicht für alle was, ne? Weil es halt super, super stark parfümiert ist. Es riecht halt einfach nach sehr, 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 sehr reicher Dame. Muss man so sagen. Ich mag den Geruch gerne. Apropos Geruch von reichen Damen, Coty Aspen. Dieses Puder begleitet mich meine gesamte YouTube-Karriere schon und ich habe in meinen Bullet Journal habe ich geschrieben, dass ich irgendwann mit Coty Aspen dieses Puder nochmal rausbringe, auf diesen Markt bringe und es zur Verfügung stelle, weil es ist das mit Abstand beste Puder, was es gibt. Es riecht halt nur so wie meine Oma 1900, also das ist 35, so hat meine Oma 1955 gerochen. Musste mögen. Ich habe mich dran gewöhnt, aber es ist meine Geheimwaffe. Eigenlob stinkt, aber ich kriege oft das Kompliment, dass meine Haut halt so weich aussieht oder so. Das hat halt so eine leichte Deckkraft und das blurrt, das hält auf. Das Puder ist in der Zusammensetzung, ich weiß nicht, ob es noch in dunkleren Farben gibt, nur was, wenn du wirklich eine hellere Haut hast, weil es einfach so viel Deckkraft hat, dieses lose Puder, dass du... Es hinterlässt Farbe im Gesicht. Es gibt zwar auch ein transparent, aber transparentes Puder ist meistens Quatsch. Ich glaube, dass es das auch in anderen Farben gibt, zumindest nicht in Deutschland. Ich muss es auch immer bei Amazon kaufen. Ist mir aber gerade zu teuer. Kostet, glaube ich, gerade 28 Euro. Gebe ich nicht aus dafür. Ich habe ja auch noch was. Hier sind aber auch 65 Gramm drin. Das hält Ewigkeiten. Ewigkeiten. Ihr kennt mich, ich drehe dreimal am Tag mindestens mein Make-up rauf und ab und runter und drauf. Hält mir mindestens ein Jahr. 65 Gramm, Freunde. Das ist mehr als die meisten Gurken im Supermarkt aktuell. Das hier von Huda Beauty kostet das 18-fache im Vergleich. Hier sind nämlich nur 20 Gramm dran. Großartiges Produkt. Ich verlinke euch das mal unten. Ist, glaube ich, sogar standardmäßig bei mir unten verlinkt seit 5 Jahren, weil es einfach top ist. Etwas, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es das noch gibt, aber wenn es das gibt, kaufe ich es wieder nach. Ich muss demnächst wieder in die Drogerie. Ich habe nämlich aussortiert neulich und habe geschaut, was es gibt an Produkten, die ich aussortieren möchte, weil ich sie schon so lange habe. Und das ist hier von Essence, den Glow Glow Go Instant Highlighter. Wobei ich jetzt, warte, ihr Mäuse, brauchen wir eigentlich nicht mehr nachkaufen, weil wir haben es ja damals schon als Dupe zu dem Pillow Talk, zu dem Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury bezeichnet. Kommt dem auch schon sehr nah. Aber jetzt gibt es ja den Soft Glam Filter in deutlich mehr Farben. Ne. Das ist ein Dupe. Gleiche Körnung an Schimmer, nur halt in mehreren Farben. Okay, hat sich jetzt erledigt, dieses Produkt in diesem Video. Hätte ich jetzt gesagt, hätte es das noch gegeben, hätte ich das auch wieder gekauft. Ich habe es nämlich dafür immer benutzt, ne, als Alternative oder als Foundation-Ersatz. Tolles Produkt. Brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben jetzt den Soft Glam Filter von Catrice. Und von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation. Das ist auch eine der beliebtesten Foundations in Deutschland, in der Drogerie generell. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Und die haben es dann irgendwann mal reformuliert mit Niacinamiden. War dann, für mich hat es immer noch genauso gut geklappt. Da hat es dann nur mit der Farbe nicht mehr ganz so hingehauen, weil die Farbe so ein bisschen oxidiert ist. Ich hatte sie hier in der Farbe Warm Beige in der anderen Version und jetzt auch in Warm Beige. Und das passt mir nicht mehr, deswegen ist da auch noch was drin. Ich habe sie aber auch in allen anderen Farben hier. Ne? Deswegen ist das nicht so schlimm. Heutzutage ist sie mir fast zu stark für den Alltag. Aber wenn ich weiß, hey, ich brauche viel Deckkraft, ist das eine Foundation, auf die ich vertrauen kann. Auch wenn ich so weiß, okay, ich habe einen langen Tag vor mir, würde ich dazu greifen. Du kannst mit der Foundation sogar recht viel machen. Du kannst die, weil sie so ganz besonders ist, ich probiere es jetzt mal aus, euch zu zeigen, so ein bisschen Tagespflege nehmen und ein bisschen Foundation mit reinmischen. Es funktioniert nicht mit allen Foundations, mit der funktioniert sehr gut. Und dann kannst du dir wie so ein
Tinted Moisturizer machen. Ganz, ganz toll. Ohne, dass es sich so zersetzt. Wichtig ist, wenn ihr sowas macht, ihr müsstet mischen. Ne? Ihr müsst wirklich richtig, richtig reiben, dass die Pigmente und die Trägerflüssigkeit, in dem Fall die Creme, sich gut zusammensetzen. Weil was passiert oft bei Foundations, wenn ihr sie lange nicht benutzt? Sie zersetzen sich ja dann, ne? Weil die meisten Foundations keine Stabilisatoren mehr drin haben sollen. Das ist, wie sagt man dazu? Der Vor- und Nachteil, ne? Wenn du weniger Konservierungsstoffe und Stabilisatoren im Produkt drin hast, musst du aber auch mehr dafür tun, dass es halt nicht mehr drin ist. Schütteln oder reiben. Tolle Deckkraft, wundervolles Finish, sehr matt, sehr, sehr frisch. Liebes Catrice-Stream, ich weiß, es ist nicht mehr so, wobei, na, jetzt vielleicht schon. Es gab die ja auch mal in Glowy. Vielleicht fliegt ja noch die eine oder andere Flasche rum bei euch. Ja, eine tolle Foundation, kann ich wirklich nur empfehlen. Und könnt sie gut zusammenmischen oder auch mit einem Primer funktioniert sehr, sehr gut, um es so ein bisschen leichter zu machen, weil sie halt doch schon ultra matt ist. Na, aber wunderbar. Und zu guter Letzt habe ich hier noch eine Mascara. Habe ich mittlerweile schon 5-mal gekauft. Volume Million Lashes Mascara. Tolle Mascara. Ist leider auch nicht ganz so das Braun, was ich will. Aber wisst ihr was? Ich habe mich jetzt entschieden. Ich habe mir vorgenommen, für nächstes Jahr einfach meine eigene Mascara rauszubringen. Ich weiß noch nicht wie. Wenn ihr jemanden kennt, der sowas kann, hit me up. Ich habe die Nase voll von immer zu sagen, ich will eine braune Mascara und niemand bringt genau diese braune Mascara raus. Dann muss ich es halt selber machen. Ich hoffe, dass es klappt. Volume Million Lashes, tolle Mascara. Das Braun ist schon gut. Ich bevorzuge die vor schwarzer Mascara im Alltag, weil ich natürlich, ich mag das lieber. Es sieht immer ein bisschen natürlicher aus für den Alltag zumindest, außer ich will halt einen krassen Look haben. Ne? Dann greife ich hier zu einer schwarzen Mascara, die hat Bums, die siehst du auf 100 Kilometer Entfernung. Das Schönste ist, wenn die Mascara wirklich, darf ich eigentlich nicht sagen, ne? Weil ich gebe euch hier halt eigentlich immer nur gute Tipps. Aber es ist ein guter Tipp. Ich kaufe sie mir neu, streife ein bisschen Produkt ab, ne? Und dann lasse ich die eine Nacht offen liegen. Mindestens 5 Stunden. Und dann mache ich sie wieder zu. Und dann ist sie angetrocknet. Und dann ist es wie, als wäre die Mascara schon ein paar Wochen alt. Kennt ihr das? Du benutzt eine Mascara und die wird erst besser so nach ein paar Wochen. Kannst du halt einfach machen. Lässt sie eine Nacht offen liegen. Oder vielleicht ein paar Stunden. Macht das Ganze natürlich ein bisschen schneller. Und etwas, was ich nie wieder sehen möchte, habe ich neulich ein Video gesehen. Mit der kann ich es machen, weil die ja jetzt in den Müll kommt. Dieses Pumpen. Ich verstehe es nicht. Aber du pumpst da so viel Luft rein, dass das dann einfach wirklich austrocknet und dann funktioniert es nicht mehr. Aber eine großartige Mascara mit einem sehr, sehr tollen Finish. Sie ist zwar nicht wasserfest, sie ist aber recht. Also, sie stempelt bei mir zumindest nicht ab. Auch wenn es draußen ein bisschen feuchter ist oder es ein bisschen geregnet hat, habe ich damit keine Probleme. Das ist auch keine Tubing-Mascara. Ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehe. Großartige Mascara. Kaufe ich immer wieder nach. Hier liegt sie auch schon wieder. Halt, stopp, noch nicht gehen. Kleine Erinnerung. Schaut unbedingt bei der My Little Box vorbei. Dort könnt ihr mit meinem Rabattcode ohne Abo die MAC Limited Edition Box für nur 34,99 € bekommen. Mit 3 Full-Size-Mac-Produkten sowie ein paar weiteren Goodies von der My Little Box. Also schaut da gerne vorbei. Der Link ist unten in der Infobox. Freunde, und das waren ein paar Produkte, die wirklich ein absoluter Game-Changer für mich sind, weil ich sie so oder so ähnlich, so in der Art und Weise fast täglich benutze. Ich bin super, super gespannt. Wenn ihr mal wirklich in euch geht und überlegt, ey, was benutzt ihr jeden Tag? Schreibt mir genau 3 Produkte in die Kommentare. Ich bin super gespannt. Vielleicht überschneiden sich ein paar Produkte. Falls nicht, bin ich super gespannt, eure Produkte kennenzulernen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da und schaut mal auf meinen anderen Plattformen vorbei. Tschüss!